Ja, komm, wir gucken direkt rein jetzt hier, oder was? Ich hab's ja versprochen, wir schauen heute in die Powerplay 891. Die Powerplay, damals mein absolutes Lieblingsmagazin. Das Besondere an der Powerplay war PC und Videospiele in einem. Ja, das war was ganz Besonderes. Wir gehen rein in die Powerplay aus dem Jahr 891. Hier auf dem Cover sehen wir Stars and Stripes and Software. Erster Bericht von der Chicago-Messe. Geschicklichkeitscocktail WizKid dreht auf. Sensible Software's Whizball Nachfolger. Oh, Whizball habe ich auf dem C64 gerne gespielt. Lichtschutzfaktor 1000. Gratis Sonnenschild im Heft. Cool in den Sommer. Was ist ein Sonnenschild? The fuck? Und was hat das in einem PC-Magazin zu suchen? Okay. Flieger im Härtetest. Jet Fighter 2 und Chuck Jaeger 2. Wir gehen rein. Okay, das Impressum interessiert uns natürlich nicht. Das Editorial meine ich natürlich. Was haben wir hier schon? Geile Werbung für Spirit of Adventure? Sagt mir gar nichts. Sieht aber ganz geil aus. Oh, das ist alles so schlimm. Ah, holt mich da raus, holt mich da raus, bitte. Ah. Okay. Wir gehen rein. Inhaltsverzeichnis. Schön aufgeräumt. So muss ein Inhaltsverzeichnis nämlich aussehen. Übersichtlich. Kein Rumgeschnacke wie bei der Maniac damals. Das gefällt mir. So, hier sehen wir die Redakteure. Ihr werdet den einen oder anderen wiedererkennen. Hier oben Anatol Locker. Heinrich Lehnert. Mit schicker 70s-Brille. Michael Hengst. Martin Gaksch. Winnie Forster und Volker Weitz. Hier wird erklärt, jedes Mal zwei Seiten wird erklärt, wie getestet wird. In jeder Ausgabe. Software-Lieblinge. Momentan spielt Michael Hengst, Jet Fighter 2, PP Hammer auf dem Amiga und Chuck Jaeger. Martin Gax spielt Wardener, Solomon's Club und GG Shinobi. Da hat man schon gesehen, dass Martin halt eher so der Consolero war, ne? Deshalb dann irgendwann die Gründung unter seiner Leitung von der Videogames. Heinrich Lehnert zockt Logical, Pirates und Mini-Putt oder Putt. Anatol Locker zockt Jet Fighter 2, Solomon's Club und Toki. Volker Weitz zockt Bandit Kings, Jet Fighter 2, Mickey Mouse 2 auf dem Game Boy und Winnie Foster Bandit Kings, Harmony und, was ist das? Wardener auf Mega Drive. Sagt mir gar nichts, Wardener. CES aus Chicago. Mehr Monster, mehr Muskeln, mehr M-Byte. Der Rollenspielhit Phantasy Star 2 steht kurz vor der Veröffentlichung. Habe ich natürlich auch gespielt. Eines meiner ersten JRPGs, die ich gespielt habe. Fantastisches Spiel. Und hier sehen wir die neuen Abenteuer des Möchtegern-Piraten Guybrush Threepwood in Monkey Island 2 sind fast fertig. Oh, was ist denn hier? Mann trägt Hut. Während eine Falschmeldung über einen neuen Indiana Jones Kinofilm die andere. Achso, eine Falschmeldung die andere jagt, basteln die Programmierer von Lucasfilm Games an dem Computerspiel zum nicht existierenden und laut Lucasfilm auch nicht erscheinenden Film. Das Grafik-Adventure Indiana Jones and the Fate of Atlantis ist im Anmarsch. Die erfolgreiche und vielversprechende Mixtur aus bösen Buben, mystischen Artefakten und dem bekannten Spielsystem machte schon auf der Messe einen famosen Eindruck. Ehe Indy die Rätsel lösen kann, immerhin soll das Adventure rund 200 verschiedene Räume enthalten. Was? Und somit das umfangreichste seiner Art sein und sich per Heißluftballon und U-Boot den geheimen Schätzen des versunkenen Atlantis nähert, wird es noch ein Weilchen dauern. Indy 4 wird voraussichtlich komplett deutsch noch Ende des Jahres für PC erscheinen. Statt im Kino gibt's Indie 4 jetzt als Computerspiel.
Käufer knapp halten. Bislang hat Nintendo in den USA 6 Millionen Gameboys und 28 Millionen Nintendos NES verkauft. Trotzdem ist im letzten halben Jahr der Markt der Spielmodule fast zusammengebrochen. Zu viele Titel kamen in zu hohen Stückzahlen in den Handel. Um die hohen Lagerbestände abzubauen, findet man jetzt sehr viele relativ neue Spiele als Mid-Price-Titel für $20 in den Geschäften. Da Nintendo diesen Fehler beim Game Boy vermeiden will, werden neue Titel für Nintendos Handheld-System nur in relativ geringen Stückzahlen produziert. Die Folge: gute Spiele sind schnurstracks ausverkauft. Genius. Traders, ein Action-Strategiespiel für gehobene Ansprüche. Bis zu 4 Spieler können gleichzeitig ihr Glück versuchen. Corona geht ins 5. Jahr. Nein! Ist auch geil, so ein Screenshot vom Game Boy. Okay. Was haben wir hier? Das ist alles noch. Aber man sieht deutlich, das Layout hier natürlich noch ein bisschen altbacken, nicht ganz so ansprechend wie in der Maniac. Hier haben wir WizKid, Gummihüpfer Whizball, gehört seit 4 Jahren zu den absoluten Klassikern der Spielezunft. Der große Erfolg ließ die Programmierer von Sensible Software nicht ruhen. WizKid ist im Anrollen. My Home is My Castle. Mit dem brandaktuellen Strategiestreich Castles von Interplay könnt ihr euch ein solides Eigenheim bauen und die festen Mauern gegen blutrünstige Wikingerhorden verteidigen. Kennt das jemand? Ich kenne das nicht. Sieht aber ganz geil aus. Chart Attack. Oh, nice. Guck mal, da habe ich auch mal geguckt, hier die Videospiele in Japan. Was sind die angesagten Spiele in Japan? Weil dann wusste man immer, eines Tages kommt das vielleicht zu uns. Und wir gucken mal auf die japanischen Charts. Ne, wir gucken erstmal auf die deutschen Charts. Und wir sehen. So. Und wir sehen. Was sehen wir denn? Nix, weil es unscharf ist. Zieh doch die Schärfe, Junge. Street Fighter 2, Gunforce, Carrier Airwing, Mad Dog McCree. Ist das nicht so ein Ding, was Gregor, also haben die das nicht bei Spielen mit Bart, Simon und Gregor gespielt? Egal. Und dann gucken wir mal in Japan. Das waren die Spiele angesagt in Japan. Super Mario World, Doraemon, Super Momotaro, Final Fight, Double Dragon 3, F-Zero, Tetris, Dr. Mario, F1, Spirit und Super Mario Land. Und in den USA? Super Mario Bros. 3, Teenage Mutant Ninja Turtles 2, Tetris, Dr. Mario, Tetris, Super Mario Land, Star Tropics, The Simpsons, The Legend of Zelda, wohlgemerkt das erste, und Dr. Mario. Und Computerspiele waren auch angesagt, nämlich The Secret of Monkey Island, Eye of the Beholder, Space Quest 4, Death Knights of Kryn, Red Baron, Jet Fighter 2, links Bane of the Cosmic Forge, Chuck Yeager, ich glaube, warte mal, King's Quest ist ein Adventure, ich glaube Bane of the Cosmic Forge, ist das nicht auch ein Adventure, da bin ich mir nicht sicher, Death Knights of Kryn bin ich mir auch nicht sicher, Space Quest ist ein Adventure, Secret of Monkey Island ist ein Adventure. Es war wirklich so, Triple-A-Titel, ne? Also, Point-and-Click-Adventures. Man kann es sich heutzutage kaum noch vorstellen. Laser-Hit-Parade. Pirates, Secret of Mana, Lemmings, Indiana Jones and the Last Crusade, Powermonger, Turrican 2, Wing Commander, Wings, Dungeon Master, Turrican Sim City, Populous, Thunder Force 3, Railroad Tycoon, Kick-Off 2, Speedball 2, Super Shinobi,
Zack McCracken, Sim Earth und Buck Rogers. Ah, das war Wizardry 6. Okay, das war ein RPG. Ja. Einsame Insel. Marketingfachfrau Christine Pilot-Bourdour von Micropose bleibt auch beim Spielen ihrer Firma treu. Natürlich, lauter Microprose-Titel. Railroad Tycoon F-19, Stealth Fighter, F-15 Strike Eagle, Covert Action und Knights of the Sky. Na gut. Hier sehen wir das berühmte Jet Fighter 2 mit unglaublicher 3D-Grafik. Seht ihr den? Das ist ein Flugzeugträger. Hier ist der Düsenjäger. Hier ist der Fallschirmspringer. Und wir sehen mal Grafikwertung von 77%. Ja, ist auch ziemlich gute Grafik auf jeden Fall. Insgesamt 81%. Schwierigkeit einstellbar ist auch gut, ne? Naja, ist ja nicht falsch. Chuck Yeagers Air Combat. Bisschen schwächer. 74%. Ja, damals die ganzen Flugsimulatoren, ne? Guck mal hier. Direkt der nächste. Wie viel es davon gab. Armageddon. Versteht ihr? Armageddon. Noch ein Flugsimulator, aber nur 60%. Bandit Kings of Ancient China. Sagt mir auch nichts. Kriegt aber hier für MS-DOS 79%. Spirit of Adventure. Auch so ein Eye of the Beholder, Dungeon Crawler Clone. Aber nur ein gut und ein geht so. 75% ist eigentlich gar nicht so schlecht. So, und dann sehen wir hier schon direkt fast viermal das gleiche Genre. Hier haben wir Fireteam. Lords of Chaos. Champion of the Ray. Und The Keys to Maramon. Alle so mittelmäßig. Hier haben wir Toki. Mit einer soliden Wertung von 75% für den Amiga bzw. 73% für den Atari ST. Achso, das hier war PP Hammer. Toki sagt mir nichts. Toki Musik so gut. Wollen wir mal gucken, ob wir die finden? Oh, Toki. Nicht Tokyo Hotel. Toki. Nein, da findet man nichts mehr. Toki. Soundtrack. Was ist irgend so ein Tetris-Klon oder was? Shadow Dancer. Oh ja, da erinnere ich mich noch dran. Das war so ein Shinobi-Spin-Off, glaube ich. Aber leider ziemlich whack. Dann haben wir Outzone Predator 2.
Extreme. Okay, wir können im Hintergrund ja echt tatsächlich ein bisschen Musik. Ihr wollt Turrican, Chris Hülsbeck oder was? Okay, wir können ein bisschen Turrican-Musik im Hintergrund. Turrican 1 oder 2? Turrican 2? Lass mir so ein bisschen im Hintergrund laufen hier. Warum? Tipps und Tricks gesammelt hat. Aber gut. So. Konnte man übrigens Spieletipps einsenden und dann hat man eben auch ein bisschen was gekriegt. Eigentlich ganz geil die Idee, wenn man sich das mal überlegt. Damals, ne, 91, da gab es noch kein Internet in dem Sinne. Da gab es keine Foren oder sowas. Ich hatte mehrere Ordner voller Tipps. Echt? Ich hatte nie Tipps gesammelt. Ich verstehe bis heute nicht, warum man die Spieltipps gesammelt hat. Aber offensichtlich gibt es einige, die das machen. Und das ist das Geile hier, dass die Leute halt ihre Tipps und Zeichnungen und taktischen Herangehensweisen und so geteilt haben. Ich meine, damals, wie gesagt, es gab keine Communities, es gab keine Foren, wo man sich austauschen konnte. Und das war so die einzige Möglichkeit, mit Gleichgesinnten oder irgendwie, wenn du nicht irgendwie Freunde auf dem Schulhof hattest oder irgendwo, die dir gesagt haben, wie es geht, ne? Wie sollte man es erfahren? Hast du hier, Rick Dangerous 2, hat einer, guck, das ist alles per Hand gemalt, hat einer die ganzen Level auf Karo-Papier aufgemalt und eingeschickt. Ich habe mir das tatsächlich auch gerne angeguckt, so, auch wenn ich das Spiel nicht gespielt habe oder so, habe ich mir einfach so diese Level-Maps und so angeguckt. Was eine Arbeit. Ich habe mal versucht, Kohle zu machen, indem ich im Urlaub habe ich mir französische Videospielzeitschriften gekauft und habe da die Tipps abgeschrieben und dann zu Powerplay geschickt. hat nicht geklappt. Jetzt kommen die Konsolentipps. Da gibt es sogar den Tipp des Monats. Hallo Videofans. Wieso denn Videofans? Okay, wir gucken uns die Charts an. Die besten Amiga-Spiele. Lemmings, Bane of the Cosmic Forge, Wizardry, haben wir ja schon gesagt. Klux, Ishido, Champions of Kryn, Kadaver, Spin Dizzy Worlds, Redstorm Rising, Curse of the Azure Bonds und Turrican 2. Gut, Atari ST ist ja wahrscheinlich das gleiche. Und dann gucken wir hier. Die besten MS-DOS-Spiele. Secret of Monkey Island, Bane of the Cosmic Forge, Klux, Wonderland, Wing Commander, Links, Silent Service 2. Oh, da erinnere ich mich auch noch dran. Das hat ein Kumpel von mir. Silent Service 2, dieses U-Boot-Spiel. Super kompliziert. Ishido, Command HQ und PGA Tour Golf. Und die besten Videospiele. Das ist doch interessant. Hier, was haben wir hier? Super Mario World, Klax, Klax, Tetris, Klax, Shanghai 2, Populous Ultima 4, Populous Thunder Force 3. Guck mal, es gibt sogar noch die besten C64-Spiele. Pool of Radiance, Buck Rogers, Pipe Mania, Puznik.
Fantasy Star 2, F-Zero Shanghai Parodius, Musha Aleste, Hellfire Puznik, Probotector, Rainbow Islands und Genug. Dann haben wir hier wieder die Kontaktanzeigen. Also nicht Kontakt, was ihr denkt, sondern C64 plus Floppy Disk, Geos weiß ich nicht, Lit, Hardcopy Modul zu verkaufen, Neupreis ca. 1000 Mark, Verhandlungsbasis 350 Mark. Ruft schnell an! Klar waren das alles, waren alles Privatnummern, so war das früher. Privatnummer und Adresse. Oh, hier ist der Sonnenschutz. Ich habe ihn noch nicht raus. Das ist das Sonnenschild. Ha! Und ich habe es nicht rausgemacht. Guck mal. Der Powerplay Sonnenschirm, Leute. Ich fühle das jetzt nicht, das ist hier Pappe. Das ist eine Pappseite. In the summertime. Der Himmel blau, die Sonne lacht, der Kompi schmilzt. Man kennt das sommerliche Szenario. Da man nach stundenlang spielen im Halbdunkel leicht empfindliche Augen hat, wollen wir euch aktive Sehhilfe geben, damit ihr euch wieder ans Licht wagen könnt. Ergo folgt aus Dr. Bobos Bastelecke die Folge: Wir basteln uns einen schmucken, praktischen Sonnenschutz. Alles, was ihr dazu braucht, ist Gummiband, Löcher, Stück Bindfaden, Rolle Tesa, 2 Minuten Zeit, eine Schere. Sogar, guck mal hier, es gibt so eine komplette Anleitung dafür. Warum? Ach so, dann soll man hier noch die ausschneiden und da reinstecken, ja? Ich verstehe. Damit wir auch so cool dann aussehen. Sehen wir noch alte Ausgaben von der Powerplay. Ja, die Werbung für die Videogames, für das Spin-off, das dann auf eigenen Füßen stand. Mit Gratis-Aufkleber im Heft. Das obligatorische Starkiller-Comic darf natürlich nicht fehlen. Oh, Last Ninja 3. Kenne ich noch vom C64. Aber leider nur erbärmliche 53%. Kann das sein? Mario Andretti's Racing Challenge. Leider sehr enttäuschend. Trotz der tollen Grafik. Manchester United Europe. So hieß das Spiel. Manchester United Europe. Euro Super League. Ist auch geil. Das Spiel heißt einfach Ball Game. Prehistoric. Golden Eggs. Elvira. Ja Professional. Oh mein Gott.
Bonanza Brothers. Das kenne ich auch noch. Da ist es ja. Wartner. Sagt mir so gar nichts, das Spiel. Also, wir sind hier übrigens in der Videospielrubrik. Black Manta, Kageki, Golden Axe Warrior, das ist ein tolles Spiel. Fürs Master System, das war ein knallharter Zelda-Klon. Aber da hat sich Sega gedacht, was sollen wir hier was Eigenes uns ausdenken, dass wir einfach Zelda machen. Wundert mich, dass es sogar nur 82% gekriegt hat. Und dann ist auch Golden Axe Warrior zu nennen, wo es ja mit Golden Axe eigentlich gar nichts zu tun hat. Wahrscheinlich um vielleicht ein bisschen auf dem Erfolg von Golden Axe aufzubauen. Ich weiß es nicht. Mini-Put Game Gear Shinobi. Das war richtig nice. Das hatte ich auch. Golf und Solomon's Club. Umsetzung von Solomon's Key, dem Arcade-Knobler. Mickey Mouse 2. Ah, das sind wir auch gespielt. Riding Hero, was ist denn das? Ach, Dynatex. So sah damals Dynatex. Ninja Gaiden. Psychic W. Was ist denn das? Ach, Psychic World, okay. Inklusive coolem Sonnenschild. Nicht schlecht. Ja, wie immer an der Stelle, ich hoffe, euch gefällt dieser Ausflug in die alte Videospielwelt der 90er Jahre. Wir brauchen noch einen Namen für die Rubrik. Wenn euch was einfällt, dann schreibt es gerne mal in die Comments. Und das nächste Mal schauen wir vielleicht mal, was schauen wir denn? In die Videogames vielleicht, hm? Wie wäre das? Sollen wir in die Videogames gucken beim nächsten Mal? Vielleicht die Ausgabe 1294. Also, bis zum nächsten Mal. Oh, die Musik ist so toll.